Und willkommen zurück hier in Anno 1404 und in Goldeulingen, unsere erste kleine Stadt, die wir errichtet haben. Wir suchen gerade einen Spion. Bisher konnte ich ihn leider noch nicht entdecken. Also einen haben wir schon entdeckt, aber ein zweiter treibt hier angeblich auch noch sein Unwesen. Doch bisher hat er sich wirklich so gut verborgen, dass wir ihn nicht entdecken konnten. Wir schauen jetzt mal nochmal. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, 15 Minuten. Können wir immer wieder mal vielleicht einen Blick werfen. Aber ich möchte ja auch gerne weiterbauen. Denn wir haben hier in Olsbruck eine neue Siedlung angefangen. Da machen wir wieder ganz viel schönen Bau. Das soll auch wieder richtig schön werden. Da möchte ich natürlich auch gerne weitermachen. Erstmal hier den Weg verbinden, beziehungsweise die Marktplätze verbinden. Haben uns schon Baubereich gemacht. Wir haben hier unsere Kirche, die ist auch im guten Radius, denke ich. Dann wollen die Leute noch einen Schulturm im späteren Verlauf. Den wollte ich auch noch gleich mit errichten. Und ich dachte, ja, der müsste eigentlich so ein bisschen mittig auch sein, damit wir alles schön abdecken. Wieder direkt hier in der Mitte. Neben der Kirche, ich weiß nicht, oder hier. Wobei ich hier schon schöner finde. Oder hier. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Bau ihn mal hier hin. Dann können wir hier einmal unseren Weg natürlich weiterführen. Genauso hier. Und eben hier. So. Und dann können wir hier außenrum unsere ganzen kleinen Bauernhäuser errichten, die ja dann hoffentlich aufsteigen werden. So, wir müssen mal schauen, dass es auch ein bisschen schön aussieht, nicht immer nur so blockmäßig. Hier würde auf jeden Fall nochmal was hinpassen. Dann machen wir hier noch einmal einen Straßenzug sozusagen. Und hier fände ich es noch ganz gut. Ja. Das sieht schon mal schön aus. Hier entlang. Da können wir natürlich ein paar mehr Häuser machen. Blöcke brauchen wir natürlich auch. Oh, einmal hier die Straße wieder einreißen. Und hier noch ein paar. Dann sozusagen im Stadtzentrum. Da kann das ja ein bisschen Blöcken sein und ansonsten aber. Oh, natürlich auch nochmal hier ein Zimmermannshaus. Eingestellt. Wo ist unser erstes? Hier. Das heißt, wir machen hier nochmal eins hin. Und dann natürlich hier auch nochmal eine Feuerwache. Der Volk sehnt sich nach Gemeinschaft. Wunderbar. So, wer braucht Gemeinschaft? Wer hat keinen Anschluss an einen Marktplatz? Dann nehmen wir doch einfach den hier unten. Das sollte doch dann ausreichen. Okay, wir machen nochmal einen Blick auf unsere kleine Karte, beziehungsweise nach Goldeulingen, in der Hoffnung, dass wir endlich noch den Spion entdecken. Aber ich glaube, der hat sich wirklich sozusagen in Luft aufgelöst. Ah, das ist ärgerlich. Hatte ja gehofft, wir entdecken den noch. Aber wer weiß, wo der hingeschlichen ist.
kann hier keinen entdecken. Wir schauen jetzt hier alles mal ab. Auch um unsere Baustelle. Ah, hier ist er. Sie haben die gesuchte. Wunderbar, wir haben ihn noch entdeckt. Sehr schön. Kampfkauz, der kann die mal einladen, die Spione. Huch. Denn? Kann ich die denn nicht einladen? Na, dann machen wir es eben so. Und bringen die einmal hier rüber. So. Das ist schön. Dann können wir hier in Ruhe weiterbauen. Wie sieht es mit unseren Baumaterialien aus? Einmal noch abladen, was geht. Riesenkraken kann wieder zurück. Und wir bräuchten noch wieder ein bisschen Holz. Steine sind erstmal gut vorhanden, also bringen wir auch unsere Goldeule einmal zurück, laden noch ein bisschen Holz auf. Oder wir nehmen einfach den Orca. Der kann doch auch schon mal Holz einladen. So, habt ihr denn inzwischen, was braucht ihr? Ihr wollt jetzt auch Gewürze und natürlich Kleidung. Also einmal Hanf. So, Hanf machen wir hier, würde ich sagen. Einmal. Und noch einmal. Da nochmal einen Weg hindurch, falls wir hier noch an die Küste müssten. Und dann natürlich eine Webstube. Dafür brauchen wir aber erst mehr Holz. 5 Holz brauchen wir. Und Gewürze. Wie sieht es mit Gewürzen aus? Ich glaube nicht, dass wir da irgendwie einen Überschuss haben. 31, das ist sehr wenig. Oh, wir haben aber hier ganz viel Quarz. Hier zu viel Quarz. Und Olsbruck hat einen neuen Stadtstatus erreicht. Seht es? Wenn ihr so weitermacht, herrscht ihr eines Tages über eine Metropole. Ach, Dorf. Wir haben den Stadtstatus Dorf erreicht. Okay. Und ich brauche einmal Holz. Einmal Holz hierher bringen. Und dann müssen wir, glaube ich, wieder ein paar Quarz, ein bisschen Quarz. Bringen wir mal wieder nach hier unten. Nicht, dass wir hier zu wenig Quarz haben. Hier, Ashkaol müssen wir ja auch noch. Ja, haben wir geschafft. Sehr schön, danke. Ja, Ashkaol muss ja auch noch wachsen. Können wir zwischendurch vielleicht auch mal wieder ein paar Nomadenhütten noch errichten. Was brauchen die noch, haben wir gesagt? Eine kleine Moschee. Zumindest jetzt mal für den Anfang. Brauchen wir ja dann nicht mehr, wenn Sultans Moschee steht. Aber da können wir auch nach und nach so ein bisschen erweitern. Genau, was wollen die noch? Eine orientalische Festung brauchen wir nicht, einen orientalischen Brunnen. Und die Sultansmoschee machen wir ja gerade. Oh, wir könnten mal eine orientalische Statue noch hier mit herbauen. Das fände ich ganz schön. Oh ja, oh, schaut mal. Die haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Einem Kamel. Ach, die schaut ja schön aus. Sehr schön. Wir sollen Brillen liefern.
Haben wir denn überhaupt so viele Brillen? Brillen werden, glaube ich, sogar hier produziert. Ich habe nur 6 Brillen. Nein, das möchte ich jetzt nicht machen. Das möchte ich jetzt nicht machen. Ich möchte gerne hier noch ein paar Palmen pflanzen. Das sieht auch schon mal schick aus. Okay, ihr hättet alles. Ihr könntet also auch schon aufsteigen. Aber da warten wir natürlich noch. Aktuell sieht es, glaube ich, gut aus mit allem. Ihr seid ein wahrer Engel. Das ist schön, dass du das sagst, Hildegard. Mein Hafen mag auf euch ungeschützt wirken. Doch im Notfall steht mir die gesamte Flotte des Sultans zur Verfügung. So, einmal hier auch wieder ein kleines bisschen erweitern. Wunderbar. Aber wieder zurück nach Olsbruck. So. Genau, wir brauchen noch die Webstube. Also einmal Holz abladen. Die bauen wir natürlich hier mit her. Einmal die Webstube. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Dann machen wir hier wieder ein paar Bäumchen rein. Gut, das heißt, wir produzieren jetzt auch noch Kutten, Leinenkutten. Ihr habt alles. Ihr braucht noch die Leinenkutten und dann braucht ihr noch Gewürze. Haben wir noch eine schöne Insel, auf der wir Gewürze machen können? Hier, Eulenfurt. Eulenfurt wäre vielleicht noch ganz gut, wenn wir eine Gewürzfarm machen. Das ist nicht so weit weg von Schafsbruck, sage ich schon. Von Olsbruck. Das wäre gut. Also auch erstmal Holz hierher bringen. Ein gutes Geschäft. Das trifft sich hervorragend. Oh, wir haben tatsächlich mal was ausgegeben. Weizen und Wein gekauft. Okay. Hier kommt eine Noria hin. Hier werden Gewürze produziert für Olsbruck. Einmal noch mehr Bewohner. Haben ja Glauben jetzt automatisch. Das heißt, eigentlich könnten wir die kleinen Kapellen ja sogar wieder abreißen, aber die finde ich eigentlich auch so schön. Die lassen wir mal. So, die sollen sich hier mal einfach austoben. Hier, ach nee, wir haben ja hier schon den Marktplatz. Hier auch. Da wieder ein bisschen durcheinander bauen. Damit es einfach ein bisschen abwechslungsreich aussieht. Hier könnten wir vielleicht einen kleinen Brunnen noch mit reinmachen. Und einen kleinen Brunnenplatz. Und vielleicht ein Markuslöwen. Oder was hätten wir noch anzubieten? Hier einen prunkvollen Platz. Eine Hafenstatue, die muss ja am Hafen errichtet werden. Dann machen wir doch noch einen Markuslöwen, oder? Ja, einmal noch hier ein Markuslöwe und Blumen. Ach schön, da können wir uns ein bisschen austoben mit unserem schönen Bau. Wunderbar.
So, dann brauchen wir natürlich hier unten auch nochmal ein Zimmermannshaus am besten. Und eine Feuerwache. Eine Feuerwache sollte hier auch nochmal mit hin. Das ist schon eine. Dann bauen wir doch hier nochmal eine her. Hier wird fleißig aufgestiegen. Da ziehen wir nochmal einen Weg durch. Das finde ich auch immer ganz schön. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Wunderbar, das schaut doch ein bisschen abwechslungsreich aus. Ein paar kleine Brunnen könnten wir noch irgendwo integrieren. Hier haben wir ja diesen größeren, dann machen wir hier mal noch einen. Der ist bestimmt noch ganz schön aus. Wunderbar. Und ein paar Bäumchen noch. Okay, wir haben erstmal unsere Baumaterialien aufgebraucht. Die haben wir erstmal hier runtergebracht. Denn wir wollen hier eine Noria errichten. Eine Noria und dann einmal Gewürze. Sehnt sich nach Gemeinschaft. Wo haben wir was übersehen? Wo braucht unsere Bevölkerung noch Zugang zum Marktplatz? Warum hast du keinen Zugang? Ach, das ist außerhalb tatsächlich. Alles klar. Macht nichts, dann bauen wir eben woanders nochmal. Hier haben wir ja noch genug Platz. So, das sieht doch auch mal schön aus. Da könnten wir noch eine Palme hinsetzen. Hier gab es doch auch noch kleine Brunnen, oder? Dorfbrunnen. Ja, ein Dorfbrunnen muss hier auch noch mit her. Schaut mal, hier noch ein Dorfbrunnen rein. Das sieht doch schön aus. Einer ihrer Betriebe wunderbar. Stellt keine Waren mehr her. Wir nehmen auch wieder mehr ein. Seid ihr alle aufstiegsbereit? Genau. Und ihr braucht sowieso erstmal Gewürze. Euch kann ich ja erstmal zu ausgeglichenen Bürgern machen. Ihr könnt erstmal ganz viel Kohle bringen, bevor wir hier mit unseren Gewürzen aufschlagen. So, hier nochmal eine Gewürzfarm. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Dann machen wir doch gleich noch eine. Kriegen wir, wo kriegen wir noch eine hin? Ach, da hätten wir den Weg natürlich ein bisschen anders machen sollen. Kriegen wir aber, glaube ich, noch hin. Warte mal, was krabbelt denn hier? Wir sind lauter Krabben am Strand. Ach, wie cool. Oh, jetzt sind sie alle schnell weg. Ah, schön. Auch wieder ein sehr schönes Detail. Und hier müssen wir einmal... Können wir... Ich hoffe, wir können das einmal weiterschieben. Eins weiter rüber. Ein. Aber wir können es dann eins weiter hochschieben.
hier noch verbinden. Einmal hier Gewürze machen. Oh, wir haben wieder Geld eingenommen. Goldmünzen, sehr schön. Und dann brauchen wir natürlich eine Handelsroute. Haben wir noch ein Schiff, was nichts zu tun hat? Der Delfin, der macht eine Handelsroute. Huch, das wollte ich nicht machen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren. Nein, ich wollte eine Route erstellen. Und zwar einmal hier einladen die Gewürze und einmal ausladen die Gewürze. Und dann den Delfin. Und das nennen wir dann Gewürze 2. So, für unsere zweite Siedlung. Das gefällt mir schon mal alles recht gut hier. Der Schulturm ist da. Was brauchten die noch? Braucht die noch irgendwas? Außer eben der ganzen Bedürfnisse. Brauchen die noch irgendein Gebäude? Hier nicht. Nein, hier auch nicht weiter. Ein Lagerhaus könnten wir hier jetzt noch errichten. Das würde ich gerne tatsächlich noch machen. Eine Hafenstatue können wir hier noch machen. Was wir natürlich auch brauchen, ist wieder einen Wehrturm. Wir brauchen Waffen. Haben wir Waffen hier drüben gelagert schon? Ja, 90. Das sollten wir auch verteidigen unbedingt. Orca liefert einmal Holz noch. Genau. Und dann bringt Orca bitte einmal noch Waffen. Für einen eventuellen Wachturm. So. Hier können wir einmal abladen, damit wir hier dann auch noch was bauen können. Wunderbar. Es werden Gewürze geliefert. Das heißt, ihr solltet eigentlich bald zufrieden sein. Wir brauchen aber noch mehr Leinenkutten. Einmal ausbauen, einmal, ja, noch mehr Hanf muss her. Hier einmal nochmal. Einmal Hanf. Und am besten gleich nochmal. Und dann gleich nochmal eine Weberei. Eine Krankheit breitet sich. Machen wir da ein paar Bäumchen hin zur Dekoration. Und vielleicht einen Dorfbrunnen auch noch. Das schaut doch einfach schön aus. Unsere Arbeiter sollen es ja auch ein bisschen schön haben. Ja, das sieht doch schön aus. Können wir auch einen kleinen Platz richtig machen vielleicht. Ah, wunderbar. Mit Gott vertrauen wir. Gut, und was wollen die hier noch? Ah, die haben hier noch keine Schenke. Natürlich muss hier auch wieder eine Schenke in den Radius. So, also wo haben wir denn überhaupt die erste Schenke? Hier ist eine Schenke. Heißt, die ist hier oben. Also müssen wir hier nochmal ungefähr eine bauen. Eine Schenke beim Schulturm. Hier würde sie ja auch reinpassen. Eine hier unten und eine hier drüben vielleicht, dass das alles schön abgedeckt ist. Das finde ich ganz gut.
einmal hier. Genau, und dann hier nochmal eine. Da brauchen wir aber erst wieder Werkzeuge. Gut, das ist schön. Hier haben wir auch immer noch Platz, um irgendwas Schönes zu bauen. Jetzt fehlt nur noch euch eine Schenke, glaube ich. Genau. Hier ist jetzt eine Produktion kommt. Hier ist eine und dann hier nochmal eine hin. Da würde ich aber fast sagen, wir machen hier einmal die Straße so. Und machen die dann irgendwie hier mit hin vielleicht. Ah, ist fast zu weit oben. Weiß eigentlich egal. Ah, hier unten wird es schon besser passen. Ich glaube, wir reißen das Haus hier ab und bauen da die Schenke noch hin. Dürft woanders einziehen. Dürft hier wieder einziehen, Leute. Das Wasser. Einmal eine Noria, die wir wieder aufwerten müssen. Machen wir gleich alle. Haben wir das erledigt? Ah, ich muss sagen, Olsburg gefällt mir jetzt noch besser. Wird noch viel schöner als Goldeulingen. Wohnhaus aufgestiegen. Okay, wie sieht's aus mit unseren Materialien? Ah, Eisen steigt. Können wir noch eine Werkzeugmacherei aufbauen? Vielleicht hier unten. Da haben wir ja noch Möglichkeiten, noch Platz. Das wäre schön. Das hier vielleicht einmal auch. Ah, nee, können wir nicht, weil Werkzeug fehlt. Okay. Ja, weil die hier natürlich auch aufsteigen mit dem Werkzeug. Kriegen wir hier auch nochmal einen kleinen Brunnen hin? Oh ja, das finde ich schön. Wunderbar, hier wieder ein paar Bäumchen noch reinbauen. Und dann hier nochmal Dorfbewohner ansiedeln. Ich hoffe inständig, dass ihr diese Seuche übersteht. Oh nein, eine Pest? Allah möge euer Leben vor der Pest verschonen. Oh je, wir brauchen einen Medikus. Dringend. Gerade bei euch. Dringend einen Medikus. Den quetschen wir jetzt einfach hier rein. Das ist jetzt alles eh nicht mehr ganz so schön. Aber Olsburg ist richtig toll. Holzbruck gefällt mir. Da können wir nochmal für Blumenrabatte oder hätten wir noch was anderes? So eine kleine Hecke? Einzelne Hecken. Ja, so eine kleine Hecke sieht doch auch ganz schön aus. So einzelne sehen bestimmt auch schön aus. Könnten wir das ausprobieren? Hm, naja, gut. Ja, aber ich denke, das sieht auch mal ganz schön aus. Einfach so einzeln. Ach, machen wir. Einfach mal hier eine einzelne rein. Hier eine einzelne rein. Sieht so ein bisschen aus wie ein kleiner gestutzter Strauch. Oder eben Busch. Finde ich ganz schön. Gut, und es wird wieder gespeichert. Das heißt, wir sind schon wieder am Ende hier mit unserer kleinen Folge. Wir überprüfen aber nochmal, haben wir inzwischen Gewürze? Ja, wunderbar. Fisch sinkt auch, also einmal noch gleich für mehr Fisch sorgen.
soll uns ja nicht ausgehen. Ein Gewitter in Heilstätt, das tangiert uns nicht. Most ist anscheinend auch noch zu wenig. Fisch, ja, wir machen gleich nochmal hier unten auch ein paar Fischerhütten. Jawohl, das reicht. Und dann gleich nochmal für Most sorgen, insofern wir genügend Werkzeuge wieder haben. Da können wir mal noch was abladen. Sehr schön. Werkzeuge, das ist jetzt wieder noch das Problem. Aber wir haben ja hier genug. Oh nein, Orca muss einmal weg mit Werkzeugen, aber bitte. Dass hier noch die Pest angeschleppt wird. So, das heißt, wenn wir hier auch schon die Pest haben. Ach, das heißt nur Quarantäne. Wir können ja keine Schiffe anlegen. Ah, das heißt, wir können auch nichts... Oh nein, oh nein, oh nein. Die breitet sich aber rasant aus. Hier muss unbedingt noch ein Medikus her. Und ich hoffe, der kümmert sich schleunigst. Das heißt, wir machen hier auch gleich mal noch einen Medikus mit rein. Das machen wir noch. Ah, Werkzeuge. Ja, da müssen unbedingt auch noch ein paar... Wir schauen mal, wie das aussieht. Machen wir hier einen hin und hier unten. Deine Einfälle sind immer die allerbesten. Ah, in die Mitte kommen wir nicht so richtig. Ich glaube, da müssen wir in der Mitte vielleicht nochmal was rausnehmen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Wir in der Mitte nochmal einen Medikus haben. Geradezu nach einem Gedicht. Warte, irgendwo habe ich was Passendes. Ja, hier vielleicht. Ah, das sind schon Bürger. Das sind schon Bürger. Na, wir werden mal sehen. Erstmal müssen die Werkzeuge hier. Ihr müsst mir in dieser Angelegenheit zur Hand. Versenken Sie Schiffe, das können wir noch machen. Das sollten wir schaffen. Wo sind denn unsere ganzen Kriegsschiffe? Das ist nur eins, das schaffen wir. Oh, wunderbar. Ach, das macht auch Spaß, jetzt hier wieder eine neue Siedlung zu errichten. Das finde ich richtig cool. Mosaik. Aber eigentlich möchte ich kein Mosaik mehr verkaufen. So viel Mosaik haben wir doch gar nicht. Naja gut, mit 100, das reicht. Wir brauchen ja sowieso erstmal hier 3480 Gesandte, bis wir hier weitermachen können. Und hier brauchen wir erstmal 3500. Das dauert noch ein wenig. Da brauchen wir hier erstmal dann noch die Adligen. Und die müssen wir dann auch erstmal wieder noch mit den ganzen entsprechenden Wünschen versorgen. Ah, hier, schaut mal. Pelzmäntel könnten wir schon mal rüberbringen. Kühe, wir haben genug Rinder. Wir können nochmal eine Schlachterei hier hinstellen. Dann haben wir vielleicht auch gleich noch die Materialien für unsere andere Insel. Noch eine Schlachterei mit her. Hier haben wir noch Kanonen zu Genüge. Wir haben genug Pelzmäntel. Ja, da bringen wir einfach ein bisschen was rüber. Und es mangelt an Bier. Also ihr seht, wir müssen wieder einiges in Ordnung bringen. Haben aber auch noch einige Materialien für unsere neue Siedlung. Okay, wunderbar. Dann machen wir hier erstmal wieder eine kleine Pause. Und in der nächsten Folge dann weiter, ganz entspannt und gemütlich. Seid also wieder mit dabei. Ich würde mich sehr freuen. Verabschiede mich jetzt und sage Tschüss.